Pinguine haben ja etwas an sich, dem man sich irgendwie nicht entziehen kann. Sie wirken putzig, manchmal etwas tollpatschig und im Wasser sehr elegant. Und beim Putzen auch sehr wendig, fast schon akrobatisch. Die meisten von ihnen nisten in Erdhöhlen, manchmal auch in dichtem Gebüsch, immer schön gegen den Wind ausgerichtet. Die Nester liegen aber meistens recht weit vom Meer entfernt. Das heißt dann für die kurzbeinigen Kleinen sehr lange Fußmärsche, die sie in ihrem typischen Watschelschritt bewältigen. Am Ufer wird dann ein wenig gewartet, bis sich eine kleine Gruppe zusammenfindet. Dann geht es auf ins kühle Nass zur Futtersuche. Im Wasser sind die Pinguine wirklich in ihrem Element. Pfeilschnell sausen sie durch die Wellen und tanzen geradezu in der Brandung. Nach dem Fischfang geht es den ganzen langen Weg zurück zum Nest. Dort wartet der Partner schon sehnsüchtig auf den Rückkehrer. Einer der beiden bleibt ja immer bei den Eiern. Meistens sind es zwei. Die werden mit dem Bauch schön warm gehalten. Also nicht nur warm gehalten, sondern natürlich auch beschützt vor den Raubvögeln. Die mögen die Eier nämlich besonders gern. Das Nest wird gut instand gehalten. Hin und wieder gibt es ein neues Steinchen, liebevoll einzeln ausgelesen. Der Nestbau betreibende Pinguin erinnert uns daran, dass wir uns mal langsam auf die Suche nach einem hübschen Nachtlager machen sollten. Wir werden in der nächsten Bucht, also quasi nebenan, fündig. Das Wetter ist zwar nicht so hübsch, dafür haben wir die Bucht für uns und einen tollen Blick über das Meer. Wie immer schreiten wir den vorgesehenen Standplatz kurz ab, um eine möglichst ebene Fläche zu finden. Auch wenn wir nivellieren können, ist es gut, als Ausgangslage schon mal einigermaßen gerade zu stehen. Und hier passt es prima. Auf der Bootsfahrt zur nächsten Pinguinkolonie begegnen uns Commerson-Delfine, die mit ihrem schwarz-weißen Design wirklich hübsch aussehen. Die Magellan-Pinguine auf dieser Insel sind auch schon fleißig mit dem Brüten beschäftigt. Fast jedes Pärchen hat seine Eier schon gelegt. Hier sieht man schön die Bauchfalte. Dort gibt es keine Federn und das Ei kommt direkt in den Kontakt mit der warmen Haut. Sehr praktisch das Ganze. Und das sind die absolut süßen Verwandten der anderen Pinguine, die sogenannten Rockhopper oder Felsenpinguine. Sie sehen nicht nur mega cool aus mit ihrer Sturmfrisur, sie hüpfen wirklich total lustig umher. Sie nisten direkt auf dem blanken Felsen weit oben über dem Meer. Es sind recht viele und dementsprechend eng ist es in der Kolonie. Die gelben Büschel machen wirklich was her. Ordentlich sind sie auch. Das Nest wird nicht beschmutzt. Der Weg zum Meer ist lang und steil. Die kleinen Kerle müssen sich dabei immer wieder einen Weg durch all die Kollegen bahnen. Der hier scheint sich noch nicht ganz sicher zu sein, welches die beste Route ist. Vielleicht doch lieber hier durch? Und wie bei den Kollegen widmen sich auch die Rockhopper intensiv ihrer Körperpflege.
Der Rückweg vom Meer ist anstrengend. Die ganze Strecke bergauf hüpfen zu überwinden, ist ein echtes Fitnessprogramm. Und dann wird man auch noch von den Nachbarn angegiftet. Diese drei nehmen es locker. Fast schon im Schlendergang treten sie den Rückweg zum Nest an. Aber auch sie kommen nicht ohne Gekeife durch die Menge. Was ist da los? Ein Warnschrei? Nein, es scheint nur das übliche Gemeckere zu sein. Gut so, denn unser kleiner Freund hier ist auf wichtiger Mission unterwegs. Er sucht nach kleinen Steinen oder Pflanzenstückchen, mit denen er seine Herzdame beglücken kann. Und als Belohnung gibt es Kopfkraulen.